Herzlich willkommen zur Börse am Abend. Am Dienstag war der DAX zunächst relativ verhalten in den Handelstag gestartet, bevor dann im Laufe des Tages die Bullen wieder das Ruder übernommen haben. DAX und Stau am Nachmittag ein gutes halbes Prozent wieder im Plus. Manch einer verweist auf die positiven Signale vom Handelskonflikt zwischen den USA und China. Andere wiederum sagen, das muss sich erst mal zeigen, ob sich die beiden tatsächlich annähern. Also der eine ist optimistisch, der andere eher skeptisch. Letztendlich kann der DAX aber doch durch einige Käufe wieder zulegen. Und das gilt auch für die Aktie der deutschen Lufthansa. Am Dienstag der größte Gewinner in der ersten Börsenliga. Die Aktie hat quasi ihren Sinkflug erstmal beendet. Am Montag ging es knapp 3% nach oben. Am Dienstag weitere über 2%. Und das liegt heute an einer Kaufempfehlung. In den letzten 52 Wochen übrigens war die Aktie der deutschen Lufthansa einer der größten Verlierer. Im DAX über 40% hat die Aktie verloren. Beyond Meat heute ebenfalls im Fokus. Der vegane Hype geht quasi weiter. Das Unternehmen kann sich auch über hohe Umsätze freuen. Da hat sich in den letzten Monaten sehr viel getan. Nichtsdestotrotz werden aktuell noch rote Zahlen geschrieben. Jetzt gibt es einen neuen Kunden, KFC. Das kommt am Markt gut an. Aktuell laufen erste Tests und wenn die erfolgreich sind, dann sollen die veganen Produkte bald in allen US-Restaurants von KFC angeboten werden. Schauen wir noch auf die EUWAX und da schauen die Anleger heute insbesondere auf den Dow Jones Index. Der ist in den letzten Wochen schon immer um die Marke von 26.000 Zählern gependelt. Heute hat er die Marke wieder zurückerobert und in Calls gibt es rege Umsätze. Anleger sind eher kurzfristig unterwegs. Was die Termine zur Wochenmitte betrifft, da wird es den GfK Konsumklimaindex geben. Also die große Frage, inwieweit sich der Handelskonflikt auf das Verbrauchervertrauen, auf das Konsumklima ausgewirkt hat, das werden wir dann zur Wochenmitte sehen. Und ansonsten gehen natürlich alle Augen Richtung Donald Trump, alle blicken auf seinen Twitter-Account. Gibt es Neuigkeiten, was den Handelskonflikt betrifft? Das wird uns sicherlich in den nächsten Tagen weiter beschäftigen. Ich wünsche Ihnen jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend.